Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ah, da gibt es nochmal einen Fan, der im Rollstuhl da an der Seitenlinie vorbeigeschoben werden musste. Und jetzt ist die Partie freigegeben. Rot-Weiße Aale in der ersten Hälfte, ganz in Rot von links nach rechts. Lippstadt in Schwarz und Weiß von rechts nach links. Jetzt bekommen wir jetzt nochmal die Möglichkeit. Nein, erstmal nicht. Ballverlust im Aufbauspiel. Jetzt die Möglichkeit für Aalen. Und das Tor 1-0. Rot-Weiß Aalen. 5 Minuten gespielt. Fehler im Aufbauspiel von Munsters. Und Aalen nutzt das eiskalt. Chias mit Übersicht. Die gefallen mir in der Offensive trotzdem ganz gut, dass sie es auch überhaupt probieren. Wieder der Ballverlust im Aufbauspiel. Kire. Immer noch Kire. Legt den Ball in die Mitte. Und da war es Özkara, der da die Riesenchance hatte. Auf 2-0. 15 Minuten gespielt und Kire tanzt da wieder Örneck aus. Nächster Freistoß für Lippstadt, die schnell machen über Lee. Der ist im Strafraum. Lee. Lee! Und Brüseke. Erste richtig gute Chance für Lippstadt. Nach 21 Spielminuten. 30 Minuten jetzt gespielt, aber das zeigt wieder ganz deutlich, wie einfach sich Aalen da in eine Position begeben kann und der man abschießen kann. Jetzt Meier auf der anderen Seite. Meier! Tor! Das 1-1, mehr oder weniger aus dem Nichts, durch den Kapitän Viktor Meier. 31 Minuten gespielt, langer Ball. Dann verschätzt sich da der Innenverteidiger und Meier schließt eiskalt ab. Hier sehen wir nochmal das Tor zum 1-1. Karabatic und jetzt Munsters. Geht an Bukesfeld vorbei. Svetkovic eilt mit nach hinten und er probiert es direkt. Tolle Aktion, aber auch Brüseke ist zur Stelle. Nächster Eckball. Und er kommt rein. Meier viel zu frei. Und er kriegt nicht genug Druck hinter den Ball, aber der ist ja viel zu frei. Und er ärgert sich auch, dass er den nicht platziert genug aufs Tor bekommt und Brüseke den ja fast schon festhalten kann. Fette Möglichkeit für Lippstadt. 38 Minuten gespielt. Reitmeier gegen Altun. Altun fliegt den Ball rein. Munsters, Munsters, Munsters mit dem Tor. Mit dem 2-1 für Lippstadt. Kurz vor der Pause, die Führung, Spiel gedreht. Und es hat sich angebahnt. Nick Munsters mit zwei großen Chancen innerhalb von 5 Minuten und jetzt hier die dritte. Und das macht er richtig toll. Großartige Drehung. Keine Chance für Keeper Brüseke. Klan liegt da am Boden. Nächster harter Zweikampf da mit Svetkovic. Es ist von Anfang an ein sehr ruppiges Spiel gewesen. Und jetzt müsste Svetkovic die gelb-rote Karte bekommen. Und die gibt es auch. Gelb-rot für Aalen, für Svetkovic. Erik Landwehr
neu mit dabei jetzt. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Chance. Cheers vergibt diese Riesenchance für Allen. Aus kürzester Distanz ballert er den Ball über den Kasten von Steffen Westphal. Nächster Eckball. Diesmal segelt er an allen vorbei und direkt ins Aus, wobei er zeigt der Unparteiische an, dass es einen weiteren Eckball gibt. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Egal. Nächster Eckball. Ciccarelli. Lanfa. Der ist gut. Sasari verpasst. Lanfer muss den Ball reinspielen. Das macht er jetzt auch. Reitmeier. Azari. Brüsöcke. Azari. Wo ist der Ball? Weg. Der Ball ist weg. Es wäre eine unfassbare Geschichte. Bringt Ciccarelli Lippstadt um den Sieg. Der Ball wird aufs Tor gespielt, aber kein Problem. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Lippstadt gewinnt zum ersten Mal seit dem 7. Oktober ein Fußballspiel in der Regionalliga West mit 2:1 gegen Rot-Weiß Aalen. Westphal hält den Ball am Ende noch fest. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.